Ich will Sie ein bisschen abholen zum Thema Entscheidung. Was ist eine Entscheidung? Sie treffen tagtäglich ganz viele. Eine Entscheidung ist eine bewusste Wahl zwischen mehreren Alternativen. Seien wir ehrlich, es gibt Menschen, die haben ein Problem, eine Entscheidung zu treffen, wenn die Lösung schon vor ihnen auf dem Tisch liegt. Das ist so, das muss man akzeptieren. Und es gibt Menschen, die leben in hochkomplexen Systemen, die gehen geradezu auf. Einfache Dinge, die fordern die nicht wirklich heraus, aber komplexe Systeme sind geradezu ihr Homefield. Was begleitet uns noch bei einer Entscheidung? Spontan, emotional, rational, zufällig. Denken Sie selber mal drüber nach. Gerade in solchen Taskforce-Momenten, was wird denn da von Entscheidern erwartet? Hohe Flugebene einnehmend, Ruhe bewahrend, nicht emotional zu werden, den Überblick zu behalten. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, wie das in der Schiedsrichterei dann aussehen könnte. Lassen Sie das einfach mal wirken. Ein ganz besonderes Spiel. Ein Relegationsrückspiel, 1860 München gegen Holstein Kiel. Kiel im ersten Spiel, die deutlich bessere Ausgangsposition, völlige Ruhe des Schiedsrichters. Ja, da ist der ein oder andere Dialog gefallen. Keine Beleidigung, aber es war ein doch aus ansehnlicher Dialog.